Hört die Passionsgeschichte des Evangelisten Markus im 15. Kapitel. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und sie zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asaftani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Gott, lass uns deine Nähe spüren, auch in dieser dunklen Stunde. Amen. Ehre sei dir, Christe, der du littest Not, an dem Stamm des Kreuzes für uns bittern Tod. Herrschest mit dem Vater in der Ewigkeit. Hilf uns armen Sündern zu der Seligkeit. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Wäre nicht gekommen Christus in die Welt und hätte angenommen unser Arm Gesetz,
Sünden gestorben williglich, so hätten wir müssen verdammt sein ewiglich. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Darum wollen wir loben, danken alle Zeit dem Vater und Sohne und dem Heiligen Geist. Bitten, dass sie wollen, behüten uns hinfort, und dass wir stets bleiben bei seinem heiligen Wort. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Schrei Jesu am Kreuz. Karfreitag, der dunkelste Tag im Jahr. Kein Licht dringt mehr durch. Alles ist schwarz. Traurigkeit, Verzweiflung, Angst und Not. Gewalt und Tod. Überall. Wir können an diesem Karfreitag nicht gemeinsam in der Kirche diesem Geschehen gedenken. Aber Corona, das Virus dieser Tage, das ist nicht allein Karfreitag. Karfreitag gab und gibt es zuvor. Und es wird ihn auch nach diesem Virus geben. Karfreitag ist bittere und grausame Realität jeden Tag auf dieser Erde. Karfreitag steckt im Leid jedes Menschen. Karfreitag steckt im Leid jeder Kreatur, die geschunden wird auf dieser Erde. Karfreitag steckt in der Gier von vielen Menschen nach immer mehr und immer höher und immer weiter. Karfreitag steckt darin, dass wir diese Erde an den Rand des Kollaps bringen. Karfreitag in den Kriegen weltweit, in den Hungersnöten, in der Gewalt, in den Familien, und darüber hinaus. Karfreitag im Klimawandel, im immer mehr sich aufheizen und in der Dürre. Karfreitag ist Realität in unserem Leben, jeden Tag und immer wieder. Und da ist keine Hoffnung, da ist nur Verzweiflung. Da ist der Schrei Jesu am Kreuz, in dem sich das alles spiegelt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Herz, liebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solcher Vorteil hat gesprochen? Was ist die Schuld in, was für Missetaten bist du geraten? Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrünet, ins Angesicht geschlagen und verhöhnet. Du wirst mit Essig und mit Gas
ans Kreuz gehängt. Was ist doch wohl die Ursache solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe, der gute Hirte leidet für die Schafe. Schuld bezahlt der Herr der Gerechte für seine Knechte. Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt, der Böse lebt, der wieder Gott gehandelt. Verdient den Tod und ist entgangen. Gott wird gefangen. O große Lieb, o Lieb und alle Maßen, die dich gebracht auf diese Marterstraße. In Lust und Freuden, und du musst leiden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Jesus aber schrie laut und verschied. O Haut voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt zum Spott gebunden, mit einer Dornenkron, o Haupt sonst schön gezieret, mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hochschimpfieret, gegrüßet seist du mir. Du edles Angesichte, davor sonst strickt und scheut, das große Weltgewichte, wie bist du so bespeit? Wie bist du so erbleichet? Wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht? Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht, von dir will ich nicht gehen.
gehen, wenn dir dein Herz bricht, wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß. Alsdann will ich dich fassen in meinem Arm und Schoß. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so trittst du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herz sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod, und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Gott, wir bringen vor dich alle, die auf der Flucht sind, und denken besonders an die Menschen in Lesbos. Verlass sie nicht. Gott, wir bringen vor dich alle, deren Herz voller Angst ist. Verlass sie nicht. Gott, wir bringen vor dich alle, die sterben in diesen Tagen. Verlass sie nicht. Gott, wir bringen vor dich alle, die anderen helfen. Verlass sie nicht. Gott, wir bringen vor dich deine schöne und geschundene Welt. Verlass sie nicht. Gott, wir bringen uns selber vor dich. Stärke uns, ermutige uns und verlass uns nicht. Amen. In einer fernen Zeit gehst du nach Golgatha, erduldest Einsamkeit, sagst selbst zum Sterben ja. Du weißt, was Leiden ist, du weißt, was Schmerzen sind, der du, mein Bruder, bist, ein Mensch und Gottes Kind. Verlassen ganz und gar von Menschen und von Gott, bringst du dein Leben dar und stirbst den Kreuzestod. Stirbst draußen vor dem Tor, stirbst mitten in der Welt, im Leiden lebst du vor, was wirklich trägt und hält. Erstehe neu in mir, erstehe jeden Tag, erhalte mich bei dir, was immer kommen mag.